Herr Pillmann, warum sind Sie denn gerade jetzt nach Taiwan gereist? Weil ich neugierig bin. Ich wollte wissen, nachdem ich 2000 und 2008 schon einmal hier war, was sich in Taiwan politisch und gesellschaftlich verändert hat. Und ich bin froh darüber, dass ich feststellen kann, nach all dem, was ich in dieser einen Woche mitbekommen habe, dass Taiwan weiterhin auf einem guten, demokratischen Weg ist. Sie haben das erstaunlicherweise ohne Bürgerkrieg oder Revolution geschafft, sondern durch eine sanfte, demokratische Weiterentwicklung. Parallelen zwischen Deutschland und Taiwan sind ja relativ deutlich, aber wo sagen Sie denn liegen entscheidende Unterschiede, wenn es um diesen Komplex Aufarbeitung und Diktatur Vergangenheit geht? Wo steht Taiwan vor anderen Herausforderungen? Bei uns ist der Demokratisierungsprozess in der ehemaligen DDR durch eine Revolution eingeleitet worden. Das heißt, die Partei, die erhebliche politische und historische Schuld auf sich geladen hat, ist entmachtet worden. Dieser Prozess ist in Taiwan ganz anders verlaufen. Das ist eine sanfte Entwicklung von einem Einparteiensystem hin zu einem Mehrparteiensystem, das immer demokratischer wurde. Man hat also unmittelbar in der aktiven politischen Gestaltung der letzten Jahre mit der Partei zu tun gehabt, der man verständlicherweise das eine oder andere Unrecht vorzuwerfen hat. Und die haben bis heute mitzureden, weil sie sich selbst diesem Demokratisierungsprozess ein Stück weit geöffnet haben, dies zugelassen haben und inzwischen die Regeln der Demokratie respektieren, selbst dann, wenn sie nach dem Ergebnis der Wahlen ihre politische Macht verlieren. Und der Umgang miteinander ist da sicher ein sehr viel komplizierterer. Und bei dieser Kommission zum Beispiel ist es so, dass drei Politiker maßgeblich mitzubestimmen haben, welche Projekte unterstützt werden. Und diese drei Politiker gehören genau zufällig der Partei an, die auch das Schlechte in Taiwan hauptsächlich mitzuverantworten hat. Haben Sie denn Orte gesehen oder Eindrücke gehabt, wo Sie gesagt haben, da sieht man diese Widersprüchlichkeit noch, die hier vielleicht noch besteht? Da wird das besonders deutlich. Na, ein besonderes Beispiel ist für mich das Chiang Kai-shek-Mausoleum. Ein Mensch, der überhaupt nichts aus der Geschichte Taiwans weiß, auch die Entwicklung der letzten 20 oder 25 Jahre nicht kennt, Ausländer zum Beispiel, oder ein Jugendlicher, der erst 20 Jahre alt ist oder noch jünger, kriegt ein untadeliges, rosarotes Bild von Chiang Kai-shek vermittelt, das zum Teil sicher begründet ist. Er hat Verdienste, aber kein Hinweis darauf, dass es auch Dinge gibt, die man heute verständlicherweise kritisieren muss und die man ihm vorwerfen muss. Beispiel die Frage der Aneignung von Vermögen, von Geld, das diese Partei hat. Da, wo es rechtens und ordentlich gewesen ist, ist es zu Recht ihr Geld. Aber der Verdacht liegt nahe, dass sie sich auch bereichert haben, auf Kosten anderer, auf eine unrechte Art und Weise. Und dass es jetzt eine öffentliche Diskussion auch strittig darüber gibt, ob diese Kommission überhaupt Sinn hat, ob sie arbeiten darf und wie weit sie gehen kann, zeigt, die Debatte ist noch im Lauf. Ich kann das verstehen, da, wie gesagt, die Entwicklung in Taiwan eine andere war, als sie in der DDR war. Aber wenn diese Gesellschaft erfolgreich auf ihrem Weg der Demokratisierung weitergehen will, dann wird sie sich dieser Diskussion offen und differenziert stellen müssen. Und wenn der Eindruck vermittelt wird, das Ganze ist unrechtmäßig, dann ist man offensichtlich nicht bereit zu unterscheiden zwischen den Reichtümern, zwischen dem Besitz, den man sich auf eine legale Art und Weise angeeignet hat, die auch vor jedem Gericht, auch vor jeder moralischen Instanz stehen könnte, und solchen, wo man Macht, die man hatte, unkontrollierte Macht, die man hatte, wo man diese Möglichkeiten zu seinem eigenen Nutzen,
zum Schaden anderer ausgenutzt hat. Warum sollte man sich in Deutschland für Taiwan interessieren? Na, immer weil hier 23 Millionen Menschen leben, die genauso das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ihres eigenen Lebens haben, wie wir in Deutschland. Wir haben ja auch über viele Jahre zum Ausdruck gebracht, wir sind mit der Teilung Deutschlands und mit der Teilung Europas nicht einverstanden. Wir wollen zueinander kommen und gemeinsam etwas machen und nicht gegeneinander. Und dieses grundsätzliche Menschenrecht, das steht natürlich auch jedem Bürger Taiwans zu. Nachdem ich jetzt das dritte Mal hier war, weiß ich, dass offensichtlich ein Großteil der hier auf der Insel lebenden Menschen sich zunächst als Taiwaner verstehen. Und angesichts der ständig, zumindest auf der politischen Ebene, wachsenden Bedeutung der politischen Menschenrechte, wäre es für die Befriedung der Region in Südostasien sicher gut, wenn der Wunsch und das Bestreben der Menschen als erstes eine Rolle spielen und nicht Restauration von Grenzen, die es früher mal gegeben hat. Ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Friedens, militärischen Friedens in Europa, liegt genau daran, dass Deutschland bereit gewesen ist, nachdem es zweimal versucht hat zu expandieren und Land zurückzuerobern oder zu erobern, dass sie verloren gegangenes, im Krieg verloren gegangenes Territorium nicht mehr für sich beansprucht, sondern sagt, um eines guten Verhältnisses in der Region Europa und zu unseren Nachbarn erheben wir keine territorialen Ansprüche mehr. Was nehmen Sie als positivste Eindrücke mit nach Hause? Was sind das, was Sie als erstes mit Ihren Mitstreitern, Kollegen, Bekannten teilen werden? Dass inzwischen in Taiwan Demokratie in der breiten Mehrheit der Bevölkerung in allen politischen Parteien eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Man möchte in einer Demokratie leben und nicht mehr unter diktatorischen Verhältnissen, wo wenige bestimmen, was alle zu machen haben. Und deswegen haben Deutschland und Taiwan sich gegenseitig so viel zu sagen? Meine ich ja. Und ich hoffe, dass die Zeit nicht mehr fern ist, dass das demokratische Taiwan auch politisch die internationale nicht nur Achtung, sondern auch Anerkennung bekommt, die es eigentlich verdient. Was müsste denn dafür passieren, realistisch gesehen? Na, dass die Volksrepublik China die Kraft findet, ähnlich wie die alte Bundesrepublik, die mal auf die Hallstein-Doktrin verzichtet hat, dass die Volksrepublik China sagt, wir stellen keine territorialen Ansprüche an keinen anderen, auch nicht an die Menschen, die heute auf Taiwan leben. Ein China-Politik, jawohl, aber das ist all das, was mit dem Festland, was das heutige Territorium der Volksrepublik China ausmacht. Und wenn offensichtlich die Menschen in Taiwan für sich leben wollen und nicht dieselben Verhältnisse haben wollen wie in der Volksrepublik China, dann sollte man großzügig und politisch vernünftig ihnen das zugestehen. Das würde auch erst den Weg dazu öffnen, dass die Völker der Welt wieder bereit sind, mit Taiwan diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Waren Sie als Abgeordneter in dem Berlin-Taipeh-Freundeskreis? Ja. Dann haben Sie ja auch die Politik der Bundesregierung direkt mitbekommen, die Taiwan betrifft. Sehen Sie da in letzter Zeit Fortschritte, ermutigende Zeichen, oder wie hat sich die deutsche Taiwan-Politik entwickelt? Für meinen Eindruck hat es da generell keine auffällige Veränderung gegeben. Man möchte die Kontakte mit Taiwan haben. Man ist sehr, sehr froh darüber, dass Taiwan in den letzten Jahren die politische Entwicklung genommen hat, die sie hat. Wir bemühen uns um möglichst enge und gute Kontakte und Beziehungen zu Taiwan. Aber wir scheuen letztlich den Konflikt mit der Volksrepublik China, so wie fast alle Länder auf dieser Erde im Augenblick. Und das wird man nur entscheidend voranbringen können, wenn das passiert, was ich anrege,
dass die Volksrepublik China sagt, territorial brauchen wir Taiwan nicht. Wir sind auch so groß genug und können damit klarkommen. Wir geben den Taiwanesen eine Chance, dass sie die internationale Anerkennung finden, die sie eigentlich verdienen.